So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist, Bewusstseinscoach, und heute melde ich mich nochmal zu dem Thema Susanne Krieger-Langer und möchte euch mitteilen, dass mein letztes Kritikvideo über Susanne Krieger-Langer gesperrt wurde. Ja, das Anti-Susanne Krieger-Langer Video wurde gesperrt. Ich kann mir jetzt auch nicht erklären, was genau jetzt da der Auslöser war, was jetzt für ein Zitat da so schlimm war, wenn mir das YouTube jetzt auch nicht mitgeteilt hat. Ja, vielleicht waren manche Worte von mir zu heftig, auch ich mache vielleicht auch Fehler, nur ich bin mir sicher, dass ich vom Rechtlichen her niemanden beleidigt habe und dass ich einfach nur meine Meinung gesagt habe. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es ging mir immer nur darum, die Sachen, was Susanne Krieger-Langer sagt, ja, zu kritisieren. Ich wollte nicht ihre Person kritisieren. Ich habe nichts gegen die Frau persönlich, als Mensch. Ja. Aber ich muss ja das kritisieren dürfen, was sie sagt. Weil das, was sie sagt, ist halt doch menschenverachtend. Ja. Und zum Vergleich dazu, ich habe niemals gesagt, dass, also für mich, wie Susanne Krieger-Langer den Begriff menschlich eigentlich nicht verdient hat. Ja. Und ich würde auch niemals behaupten, dass Susanne Krieger-Langer gekommen ist, um so viel wie möglich von anderen Menschen abzugrapschen und sie dann ausbluten zu lassen. Ja. Wie ist es, also das sind jetzt nur mal die Zitate von dem Video Pfeifen und Psychopathen, die Trickster, Trickser. Ja, ich würde auch niemals sagen, dass Susanne Krieger-Langer ohne Gefühle auf die Welt gekommen ist, dass sie nicht fühlt und noch nie gefühlt hat, würde ich niemals behaupten. Ja. Ich würde auch niemals Susanne Krieger-Langer mit Nicole Kidman vergleichen in dem Film Malice, eine Intrige. Und ich würde auch niemals behaupten, dass Susanne Krieger-Langer eine Verbrecherin ist. Ja. Und ja, also auf dieses Niveau lasse ich mich nicht runter. Mein Video wird gesperrt. Das was sonst eine Krieger-Langer Video ist immer noch im Umlauf. Das mal zum Unterschied. Ich meine, ich bin dankbar für YouTube, ja, dass ich die Möglichkeit habe zu filmen, ganz klar. Ja. Und von dem her gesagt, ich finde es gut, was YouTube macht, dass YouTube da ist, finde ich gut, aber dennoch muss ich doch sowas mal hinterfragen. Also das ist halt etwas, was ich halt nicht verstehe. Ja, tut mir leid. Ja, ja, ich, auch trotzdem ist es ja so, auch wenn man das Video jetzt gespart hat, der Stein ist ja schon ins Rollen gebracht. Das wird jetzt immer mehr Thema. Ja. Und ich habe ja solche Aufrufzahlen gehabt jetzt mit meinen Videos da, Susanne Krieger-Langer Videos, abartig. Also es wird auch viel mehr Leute, die sich jetzt dem Thema widmen. Ja, wer ist Susanne Krieger-Langer überhaupt? Sie ist erfolgreiche Buchautorin, sie ist Profilerin, sie ist Erfolgscoaches, also sie macht viele Seminare. Die Leute laufen ihr zu Tausenden hinterher. Ja. Und ja, also sie hat eine extreme Reichweite, von dem her tue ich ihr nichts überdramatisieren, sondern die Frau kann halt viel erreichen, auch natürlich jetzt auch im negativen Sinne. Und deswegen finde ich schon wichtig, dass sie darauf hinweist. Ja. Da gehen Leute in ihre Seminare und gehen da wieder raus, erleichtert um 2000 Euro Seminargebühr und mit Hass im Herzen und Feindbild im Kopf. Ja, sowas darf nicht sein. Ja. Susanne Krieger-Langer erzählt uns schaurige Geschichten über Pfeifen und Psychopathen, von ganz unmenschlichen und total gefühlskalten Menschen, die unter uns lauern, die Gefahr sind, ja, die man aussortieren muss, die man bekämpfen muss, wo man die Menschen auf Krawall bürsten muss und so. Ich sage einfach, das ist ein Irrweg. Ja, und liebe Susanne, wenn du das Video anhörst, es ist nichts gegen dich persönlich, muss ich echt sagen. Also ich denke, auch du, oder muss ich sie sagen, ja, bei YouTube ist ja egal. Ja, auf jeden Fall, sie, Frau Langer, Krieger-Langer, also bei ihr ist halt so, nicht alles ist verkehrt, was sie sagen, aber das, was sie da an Menschenverachtung rüberbringt, lässt den Verdacht zu, dass sie hassend und dass sie üble Erfahrungen gemacht haben mit irgendwelchen
Pfeifen und Psychopathen und diesen Hass in ihrem Herzen versuchen sie auf andere zu übertragen. Und das habe ich schon mal aufgefallen und da möchte ich einfach sagen, über die Empfehlung davon Abstand zu nehmen und einfach die Lektion erkennen vom Universum. Die Lektion heißt Vergebung. Wir sind alle Menschen. Ja? Wir sind jeder menschliche Mensch, egal ob das jetzt Mann, Frau, jeder hat eine Seele. Ja? Und man darf nicht über jemanden hetzen, egal ob das Menschen, Tiere, Dinge sind. Ja? Man darf auch nicht gegen böse Menschen hetzen, ja? Weil ein böser Mensch kann sich ja nur ändern. Ja? Und vor allem, man wird ja dem bösen Menschen dann immer ähnlicher, wenn man gegen ihn hetzt. Ja? So was macht ein guter Mensch nicht. Man hetzt einfach nicht. Man spielt nicht mit Hetze und Menschenverachtung. Und das war einfach meine Kritik, weil diese Pfeifen, und das habe ich in dem Video gesagt, deswegen sage ich es nochmal, Pfeifen und Psychopathen, das sind nur Worte, die können ausgewechselt werden. Ja? Und das, was die Susanne Greger-Langer macht, ist einfach, sie bietet ein Programm, eine Schablone, ja? Eine Hetzschablone, die verwendet werden kann gegen andere Menschengruppen. Ja? Und das prangere ich an, weil Nazis und Rechtspopulisten könnten wunderbar von Susanne Greger-Langer lernen. Ne? Weil die Schablone ist ja schon da. Man müsste ja nur noch die Worte auswechseln. Ja? Pfeifen und Psychopathen oder irgendwas anderes ersetzen. Und selbst wenn man nicht so weit denkt, ja, was ist denn jetzt, wenn jetzt so ein Kollege durchdreht, weil er denkt, weil sie sagt ja auch, die Pfeifen und Psychopathen wollen ihnen, den armen Performern, da den Erfolg stehlen. Und wenn jetzt da jemand durchdreht und Amok läuft, und dann macht ja Susanne Greger-Langer jetzt mit dem, was sie da predigt, hat ja mitschuldig. Und dafür möchte ich warnen. Auch ihn, also ich, Frau Greger-Langer, möchte ich davor warnen. Hören Sie auf, bitte. Bitte hören Sie auf damit. Ja? Das ist mein Message. Lassen Sie das bitte. Es ist nichts gegen Ihre Person. Ich habe nichts gegen Sie als Mensch. Ja, auf dieses Niveau lasse ich ihn nicht runter. Aber die Inhalte, es geht um das, um den Punkt. Und wenn Sie das einfach lassen, diesen Scheiß, diesen irren Psychopathen-Scheiß, diesen kranken Scheiß mit den Psychopathen am Pfeifen, dann ist es okay, dann würde ich auch sofort ein Gegenvideo machen, würde vielleicht auch die anderen Videos löschen, mal schauen. Also je nachdem und von dem her wäre alles in Butter. Ja? Aber es geht nicht. Mit Hetze spielt man nicht, mit Menschenverachtung spielt man nicht. Egal, Hetze bleibt Hetze, egal gegen wen. Und Hass geschürt im Herzen von Menschen ist immer wie ein Lauffeuer. Das wird sich niemals auf eine bleiben. Also so. Man kann ja nicht sagen, man kann nicht denken, wenn man jetzt Hass schürt, zum Beispiel gegen Muslime, und alle Muslime sind weg, dass das dann aufhört. Ja, dann kommen die nächsten Feinde, weil Feindbilder im Kopf von Menschen, die kriegst du nicht mehr so leicht raus. Ja, das ist Feindbilddenken. Ja. Diesem Feindbilddenken möchte ich einfach das Denken der Vergebung, des Mitgefühls mitgeben. Ja. Und aufhören mit Feindbildern. Und dass man auch mal nach innen schaut, eine Innenschau macht. Ja. Das ist ja das, was ich sage. Das ist ja das, was auch andere Erfolgscoaches sagen, die seriös sind. Wollen ja niemand was anderes lernen, als zu sagen, hey, man muss nach innen schauen. Und nicht den Feind da irgendwie im Außen suchen. Ja. So, okay, ich habe es jetzt versucht, mich nach der Knicke von YouTube zu halten. Ja, also ich habe es jetzt wirklich jetzt auch human und wirklich freundlich jetzt wirklich gesagt. Also es ist nichts gegen die Frau Susanne Greger-Langer, es ist halt gegen die Inhalte. Ich hoffe, dass das Video jetzt diesmal nicht gesperrt wird. Ja, falls doch, kann ich nichts machen, aber mein Gott, der Stein ist ins Rollen gebracht, von dem her gesehen, wird es jetzt auch nichts mehr großartig ändern. Ja, also, das wollte ich nochmal erzählen und dann würde ich auf jeden Fall sagen, euch alle noch einen wunderschönen Tag. Es kommt auch nochmal wieder, jetzt geht es dann wieder weiter mit Astralreisen. Ich habe jetzt mit der Astralreisen nicht so arg beschäftigt können, weil es waren so viele andere Themen. Ich war jetzt so ein bisschen erkältet und ich muss mich da auch ganz drauf konzentrieren, da werde ich dann wieder von Astralreisen berichten und erzählen. Ja. Auf jeden Fall, es wird spannend. Jo, dann würde ich mal sagen, teilt das Video, abonniert meinen Kanal und man sieht sich wieder und bis bald.